kurz vorstellen und dann versuchen wir gemeinsam ins Gespräch zu kommen über das Thema die Rolle der Frau in der Kirche im 21. Jahrhundert. Herr Dr. Büchele, Sie sind ja in Vorarlberg kein Unbekannter mehr, ich brauche Sie kaum vorzustellen. Sie studierten Wirtschaft und Philosophie in Innsbruck und Theologie in Leuven in Belgien. Sie sind Ordensmann der Jesuiten und wurden 1969 zum Priester geweiht. Von 1972 bis 1983 waren Sie Leiter der Sozialakademie, der Katholischen Sozialakademie Österreichs. Von 1978 bis 2001 Professor für christliche Gesellschaftslehre an der Universität Innsbruck und dort von 1995 bis 1999 Dekan der Theologischen Fakultät. Sie galten und gelten noch immer als Vordenker in wirtschaftlichen und sozialen Fragen. So viel zu Ihrer Person. Ins Gespräch kommen wir dann gerne noch. Frau Neumann zu meiner Linken. Sie sind Schwester sozusagen von der evangelischen Kirche heute hier. Sie haben evangelische Theologie studiert und viele Jahre zusammen mit Ihrem Mann eine Pfarrei in Dornbirn in Vorarlberg geleitet. Und wir freuen uns ganz besonders, dass Sie von der evangelischen Kirche zu dem Thema die Rolle der Frau in der Kirche, die Sie ja auch ausgefüllt haben, Ihr gutes Leben bislang, Ihre Erfahrungen und Ihre Erkenntnisse diesbezüglich teilen möchten. Zu meiner Rechten. Der Michael hat schon angedeutet, kurzfristig heute Nachmittag erst eingesprungen, Gabriele von der Tannen, Organisationsleiterin der Dompfarre. Die Dompfarre Feldkirch ist ihre Heimat, wie sie mir gesagt hat. Sie ist also in Feldkirch aufgewachsen, hat ursprünglich eine Banklehre gemacht, lange Jahre auch in einer Rechtsanwaltskanzlei gearbeitet, also hat auch andere berufliche Erfahrungen und in dieser Zeit berufsbegleitend die theologische Ausbildung gemacht und ist nun Pastoralassistentin, Organisationsleiterin. Also sie hat, wenn auch noch nicht in der oberen Hierarchieebene der Kirche, doch auch eine Leitungsfunktion in der Dompfarre und wird diese Erfahrungen hier als Frau einbringen. Und ganz rechts außen, aber jetzt nur platzmäßig, der Pfarrer Wilfried Blum. Und ich freue mich, dass es im Publikum Lacher gibt. Das heißt, es kennen dich auch einige, auch Theologe, seit vielen Jahren Pfarrer, lange Zeit Jugendseelsorger. Du kannst ja zu deiner pfarrlichen Laufbahn dann vielleicht auch im Lauf der Diskussion noch einiges mitteilen. Sprecher der Pfarrerinitiativen, die ja über die Grenzen Vorarlbergs hinaus bekannt wurde und auch Vorbildfunktion übernommen hat. Und ich denke, ihr als Pfarrinitiative habt auch einiges zu dem Thema die Rolle und die Stellung der Frau in der Kirche veröffentlicht, gesagt und hält auch nicht hinterm Berg mit der Meinung, wie ihr es gerne hättet. Und da sind wir ganz gespannt drauf, zu hören. So viel zur Vorstellung. Der Ablauf des Abends wird jetzt so sein, dass wir etwa eine gute halbe Stunde hier am Podium bis zu einer Dreiviertelstunde diskutieren. Und es freut uns ja auch ganz besonders, dass so viele Frauen und Männer hier im Publikum sind. Und es soll dann auch gut noch die Möglichkeit sein, dass sie ihre Fragen, ihre Positionen auch einbringen können. Und dass wir auch mit Ihnen zusammen ins Gespräch kommen. Ja, Herr Dr. Büchele, Sie haben auch den Wissenschaftspreis des Landes Vorarlbergs bekommen. Und der Laudator Josef Niewiadomski zitierte damals aus der Emaus-Geschichte. Ich zitiere, denn das Herz des Preisträgers brennt. Es brennt, weil er den Auferstandenen erkannt hat und auch weiterhin erkennt. In den vielen Menschen,
mit denen und zu denen er sein Leben lang unterwegs war, unterwegs ist und es auch vermutlich bleiben wird. Er erkennt ihn in den Arbeitern und Studierenden, in den Politikern und Kulturschaffenden, in den Bankern und Managern, in den Kindern von Kirgisistan genauso wie in den Nonnen eines oberösterreichischen Benediktinerinnenklosters. Sein Herz brennt, weil es immer wieder neu entflammt wird. Zitat Ende. Und nun die Frage an Sie, Herr Dr. Büchele, nun brennt Ihr Herz für die Frauen. Warum? Erklären Sie uns das und führen Sie vielleicht, genau. Ich muss sagen, funktioniert? Ja. Nein, ich muss sagen, also mein Herz brennt sehr für die Frauen und ich hoffe sehr, dass also beim neuen Papst, der Papst Franziskus, der Jesuit ist, was uns alle gefreut hat, dass nun also der Papst neue Wege geht in der Frauenfrage. Wie der Papst von seiner Reise von Brasilien, vom Weltjugendtreffen zurückgekommen ist er von mitfliegenden Journalisten gefragt worden, was wollen Sie machen in der Frauenfrage? Und er antwortet, wir müssen für die Frau eine ganz neue Rolle finden in der Kirche. Und die Frage ist nun, was meint er mit dieser Frage? Und ich denke, dass er meint, dass er das Diakonat der Frau einführen will. Und das wäre sicher schon ein großer Fortschritt, weil ein Diakon, eine Diakonissin kann sehr viele Dinge tun in der Kirche und vor allem auch für die dritte Welt wäre das also ganz wichtig. Mir hat Bischof Erwin Kreutler mal gesagt, dass er also für ihn ist jetzt ganz großartig, es wäre nur eine für das ganz große Gebiet, ich glaube es ist dreimal so groß wie Österreich, dass er da gesehen hat, also der Diakon der Frau, ja, glaube ich, was nicht, der 10 Priester oder etwas für das Gebiet, und dass das Diakonat der Frau ganz wichtig sei, weil in den Basisgemeinden die entscheidende Arbeit geschieht. Und da könnte also eine Frau als Diakon sehr viel Positives leisten. Die können ja predigen, die können also taufen, die können die Krankensalbung spenden und so weiter. Gut, soweit also mit. Soweit, vielen Dank. Also Ihre Meinung und Wunsch wäre, das Diakonat der Frauen einzuführen. Ob es sozusagen im päpstlichen Umkreis diesbezüglich Beratungsansätze gibt, das wäre dann noch eine weitere Frage, aber als erster Schritt. Man weiß ja nicht, ob der Papst dann einmal ein Konzil einberuft, weil in der katholischen Kirche so eine wichtige Frage nur beschlossen werden kann auf einem Konzil. Mhm. Und dass dann vielleicht aber doch auch das Priestertum am Konzil zur Sprache kommt. Ne? Mhm. Ja, jetzt wollen wir auch die Frauen zu Wort kommen lassen. Gabriele, du bist richtig drin im pfarrlichen Geschäft, um es mal so auszudrücken. Machst viel Kinder- und Jugendarbeit, arbeitest mit den unterschiedlichsten Zielgruppen. Wie ist es, wenn ein 14-jähriges Mädchen mit dir gut im Kontakt ist, wovon ich ausgehe und sagt, ja, was soll ich eigentlich hier, wenn ich eh nicht beruflich hier wirklich das erreichen kann unter Umständen, was ich eigentlich gerne möchte. Auch ich fühle mich berufen. Was mache ich mit meiner Berufung? Wie erklärst du das einem 14-jährigen Mädchen, vor Ort? Das ist natürlich ganz eine schwierige Frage und das ist auch schwierig zum Beantworten. Ich muss vielleicht erzählen, ich mache sehr viel Ministrantenarbeit und gerade Kinder und Jugend und ich habe sehr viel zu tun, also ich bin sehr ausgelastet und mir hat einmal, ist noch gar nicht lang her, eine Ministrantin gesagt, Gabi, du hast so viel Arbeit, ich möchte nie Pfarrerin werden. Also das war für sie ganz normal, dass ich da mit einmal dastehe, dass ich eigentlich Obpfarrer bin. Ja, und jetzt erklärst du das einmal einem 9-jährigen Mädchen, warum das nicht geht. Sie ist zwar Ministrantin, sie ist mit dabei, aber sie kann kein Pfarrer werden. Das ist natürlich ganz schwierig.
Ich kann das nur so erklären, dass einfach da viel Diskussionsbedarf besteht, dass das einfach ein geschichtliches Werden ist, dass die Priester sind, dass es keine Dogmatik ist, also keine dogmatische Feststellung, dass die Frauen nicht Priester werden dürfen. Natürlich ist da viel Potenzial, wo man diskutieren muss und soll, und es geschieht da recht viel, aber im Moment, in der Situation, wo wir stehen, ist das einfach nicht möglich. Es ist schwierig zum Verstehen. Man muss schauen, man kann natürlich die Kinder und Jugendlichen, die Mädchen und die Frauen natürlich anders einbinden in das ganze Geschehen. Man kann das, was sie jetzt erfüllen, mit sehr viel Würde und mit sehr viel Respekt betiteln, also halt schauen. Aber im Moment ist es ganz, ganz schwierig. Tja, woher kommt diese strikte Weigerung, diese jahrhundertelange gewachsene Weigerung, Frauen wirklich als ebenbürtig anzusehen? Was antwortet da ein Priester auf? Ja, wahrscheinlich nicht fragen, weil ich zu jung bin noch, um das Jahrhunderte zurückzublicken. Ja, ich denke, das hat natürlich viele geschichtliche Bedingtheiten von früher her, überhaupt von der Stellung der Frau. Wir dürfen ja auch nicht so tun, als wäre die Stellung der Frau in unserer Gesellschaft, wenn ich wieder in die Gegenwart komme, so besonders hoch schon, dass sie alle wählen dürfen und so weiter. Das ist ja auch erst eine junge Erfindung sozusagen, Gott sei Dank, oder? Also das hat natürlich viele geschichtlich, hat natürlich auch vieles, was man theologisch überhöht hat, oder mit dem, dass er eben Jesus ein Mann war und dass die Apostel alle Männer waren. Wir kennen alle diese Argumentationen, die ja letztlich aber auch nicht zu nichts führen. Oder da könnte man 100 andere Gegengründe auch nennen. Ich denke, es ist natürlich ein Werdegang und ein Prozess, der, ja, kann sagen, es ist so. Ich denke nur, es soll nicht so bleiben. Also mich interessiert im Grunde genommen oft weniger natürlich das Warum, weil es immer eine Frage nach hinten. Mich interessiert mehr die Frage nach vorne. Was fordert oder was ist das Zeichen der Zeit? Und ich glaube, das Zeichen der Zeit, ganz klar und deutlich, schon lange, aber doch klar und deutlich, ist, dass auch in unserer Kirche es da diese Unterscheidungen, die einen dürfen geweiht werden, die anderen nicht, dass es einfach nicht geht. Oder halt, ich glaube, das, oder zumindest, natürlich, das verstehen nicht alle in unserer Kirche, sage ich. Wir sind da wahrscheinlich ein größerer Teil da herinnen, der wahrscheinlich vielleicht mit dem übereinstimmt. Aber wir wissen auch, wir haben auch starke Tendenzen in unserer Kirche, die das überhaupt nicht so sehen. Oder dieses Spannungsfeld, dass die dafür wirklich sagen, das ist geradezu, ich sage fast, das ist fast eine Sünde wider den Heiligen Geist, dass man das Frauen verhindert. Eine andere Frage ist, ob vielleicht die List des Heiligen Geistes die ist, dass er nicht will, dass die Frauen in dieses Priesterbild, das wir haben, hineinkommen. Wir haben schon zu viel Kleriker. Braucht es noch Klerikerinnen oder braucht es ein neues Bild, ein neues Priesterbild, wo dann auch die Rolle der Frau auch eine viel andere ist und überhaupt das ganze Priesterbild ein anderes ist? Das heißt, wenn Frauen zum Priestertum zugelassen würden, hieße das auch wirklich Rückschlüsse und Veränderungen für das Priesterbild heute insgesamt? Also, dass sich auch Priester in ihrer Rolle und in ihrem Bild ändern würden, müssten, Fragezeichen, wenn Frauen in dieses Amt hineinwachsen auch? Ich denke, es gibt halt, also so wie ich sehe, zwei Richtungen. Auf der einen Seite kann man sagen, okay, wenn es jetzt schon möglich wäre, könnte sich über diesen Prozess etwas verändern. Aber es kann auch eine Gefahr sein, dass es eine Verfestigung eines gewissen Bildes, von Priesterbildes gibt. Es erschreckt mich schon manchmal, immer, das erlebt man ja als zum Teil, also Christinnen, die in der altkatholischen Kirche dann Heimat gefunden haben, also die sind klerikaler als klerikal im Erscheinungsbild. Will das der liebe Gott? Will das der Heilige Geist? Jetzt kann man sagen, natürlich, wir haben genügend klerikale Priester, oder?
Aber ich meine, oder verändert es alleine schon durch das, dass es generell, also grundsätzlich wirklich Frauen schon dieses Amt berechtigterweise ausführen dürfen und sollen? Das ist die Frage, aber das ist immer eine Frage einer Entwicklung. Wer beeinflusst wie dann? Aber halt noch, manchmal denke ich, obwohl ich ein sehr ungeduldiger Mensch werde, je älter ich werde, vielleicht hat so wie der liebe Gott die List auch mit dem neuen Papst in die Kirche hineingebracht hat, das so zu entwickeln, dass, was wir vor einem Jahr hier erinnern, ja überhaupt noch gar nicht uns vorstellen hätten können. Vielleicht braucht es noch manche Zwischenschritte, wobei ich mit den Diakonissinnen nicht so eine Freude habe. Das ist so eine halbe Geschichte, weil taufen kann jede Pastoralassistentin, predigen auch. Ja, darum braucht es eben den Ungehorsam. Gut, vielen Dank mal. Frau Neumann, Sie als Pfarrerin der Evangelischen Kirche, kommt Ihnen eigentlich diese Diskussion völlig wie von einem anderen Stern vor, oder können Sie sich noch gut auch an die Anfänge die Frauen in der Evangelischen Kirche zurückerinnern? Vielleicht können Sie mal aus Ihren Erfahrungen dazu was berichten. Also ich werde es ein bisschen aphoristisch machen, weil ich könnte ja fast ein Buch drüber schreiben, aber keine Angst, ich tue es nicht. Es war schon in der Schule, Theologie und Frauen und so weiter. An der Uni ging es, nun gut, es waren akademische Kreise, da war es noch so halbwegs. Als ich dann nach Wien kam, musste ich mal als erstes beim Oberkirchenrat unterschreiben: Wenn ich ein Baby erwarte, muss ich sofort den Dienst quittieren, eine schwangere Frau auf der Kanzel, ipfui. Ja, dann haben mein Mann und ich geheiratet und in angemessener Zeit, ich sage das wegen der Kirche und der Moral und der Ethik, kam unser Sohn. Da hieß es, so, und jetzt hören Sie auf. Und ich bekam die Kündigung. Fand ich toll. Na gut, dann hat man mich wieder eingesetzt, weil das arbeitsrechtlich nicht möglich war. Dann nach der Ordination musste ich wieder raus aus der Kirche und durfte so zwischenkirchenrechtlich meinen Dienst voll und ganz weitermachen, aber gegen ein Taschengeld. Jetzt fragen Sie mich vielleicht, warum habe ich mich da so tapfer gehalten, dass ich weitergemacht habe. Einmal ein ganzer weltlicher Standpunkt. Ich habe mir gedacht, habe ein bisschen Geduld mit den Männern, mit den evangelischen Kollegen. Die sind uns ja nicht gewöhnt. Und tatsächlich, diese Geduld hat sich gelohnt. Und das Zweite, mir war schon in der Schule die Bibelstelle aufgefallen, wo Maria Magdalena vom Auferstandenen gesagt bekommt: Geh und sage meinen Brüdern, ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater. Ich gehe zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und da habe ich mir gedacht, wenn der Herr selbst einer Frau und auch den Frauen am leeren Grab bei Matthäus und Markus, Johannes, Matthäus und Markus, diese Botschaft einer Frau in die Hand legt, wie kann dann die Kirchenleitung sagen, wir Frauen sind nichts? Oder der Papst, das kann nicht geändert werden. Will eine Kirchenleitung, will ein Papst über dem Herrn stehen? Also es war ein bisschen schwierig, meine Zeit, und ich nehme an, dass ihr armen Kerle es auch nicht leichter habt. Aber es war eine schöne Zeit. Und hier muss ich bitte an alle, vor allem an meine katholischen Kollegen, sagen, ich habe von Anfang an nie Probleme gehabt mit katholischen Kollegen. Die haben schlicht und einfach gefragt, bist du ordiniert? Ich sage, ja, na denn, machen wir das und das gemeinsam. Wir haben ja auch einiges gemacht. Und das fand ich eigentlich schön. Ich habe die Ökumene erlebt
nicht so hochtrabend und quatschig wie heute, sondern geerdet und in den Anfängen und in den Aufbrüchen. Und das fand ich was ganz besonders Schönes. Ist es für Sie denn verständlich, dass die Frauen in der katholischen Kirche nicht vehementer gegen die Auffassung der Kirchenoberen sich zur Wehr setzen und, so wie ja auch du jetzt angedeutet hast, quasi es einfach in die Hand nehmen und viele Dinge einfach tun? Also ist es für Sie nachvollziehbar, dass da doch so viel, ich weiß, das Wort ist sehr behaftet, aber ich sage es jetzt, doch so viel Gehorsam letztlich noch ist oder ist, dass Frauen sich doch mehr oder weniger in die Rolle, die ihnen zugedacht ist, in der Kirche zurückziehen und sich mit der zufrieden geben? Können Sie das nachvollziehen? Jein. Auf der einen Seite zieht dann so eine Art Resignation ein. Nicht, dass ihr vielleicht die Rolle von Rom vorgeschrieben annehmt, aber diese Resignation, dieses Kämpfen und diese unerbittliche, fast zum Dogma erhobene Sache, das kann ich schon verstehen. Aber es gibt ja auch Kollegen, mit denen man zusammen ungehorsam üben kann. Zum Beispiel bei uns verboten, wir durften keine Beerdigungen halten. Eine Frau darf nicht in der Öffentlichkeit erscheinen. Und das haben der Lehrpfarrer meines Mannes und ich umgangen. Da war eine Beerdigung. Mein Mann ist zur Pfarrkonferenz mit dem Lehrpfarrer und der hat gesagt, ja, die Sabine, die hat jetzt eine Beerdigung. Der hat genickt und hat gesagt, ja, das ist gut, dass jemand da ist am Friedhof, und damit war es gegessen. Das war mein Ungehorsam. Und ich denke mir, ihr müsst vielleicht mit Pfarrern, Wilfried, euch den Rücken mehr stärken lassen zu einem beginnenden mehr Ungehorsam. Aber ich würde euch so gern den Rücken stärken, es ist ein wunderbarer Beruf. Ja, Herr Dr. Bückele, wenn Sie das hören, dass hier der Rücken gestärkt werden soll für doch mehr Initiative, sage ich jetzt mal, die die Frauen auch einfach übernehmen sollen, was würden Sie den Pfarrern und den, die das Heft auch mit in die Hand nehmen, denn antworten und entgegnen? Na, ich hätte mir von den Frauen in der katholischen Kirche auch mehr Initiative erwünscht, gerade im Hinblick zum Beispiel auf das Diakonat der Frau. Es ist in Österreich praktisch nicht geschehen. Und dann möchte ich mich noch vom Pfarrer Blum anschließen. Ich glaube, es kann nicht darum gehen, dass Priesterinnen einem Klerikalismus huldigen. Das wäre ja völlig widersinnig, nicht wahr? Sondern es geht darum, dass eben in dem Fall, dass die Frauen, die den als Diakonissinnen im Rahmen des Diakonats eben nicht so tun, als wenn sie Kleriker wären, nicht wahr? Sondern dass sie ja in guter Weise eben ihr Amt ausführen. Das hielt ich ganz wichtig. Was mir doch jetzt bei der Frau Pfarrerin Neumann aufgefallen ist, das ist, wie sehr doch auch rigide Verhältnisse herrschten in der evangelischen Kirche. Oh ja. Eben, ja. Das ist doch erstaunlich. Ja. Und ganz schlimm ist es in den orthodoxen Kirchen. Da ist die Frauenfrage überhaupt völlig tabu. Nicht wahr? Also natürlich können wir jetzt den Ball gern auch hin und her schieben. Ich denke, die Veränderungen sind nie einfach. Veränderungen brauchen auch eine gewisse Zeit. Für mich bleibt immer noch die Frage, haben wir noch genug Zeit oder haben wir in der letzten Jahrzehnten eigentlich schon zu viele, vor allem eben auch Frauen, vor allem eben auch junge Frauen, verloren auf dem Weg, auf dem die Kirche immer noch überlegt, diskutiert, Verordnungen hin und her schiebt, Dinge erlaubt, Dinge nicht erlaubt, über Strafen nachdenkt etc. Also
Das finde ich, ist ein drängendes Problem. Ich meine, klar ist im Lauf der Geschichte sozusagen, sind 30 Jahre für die Kirche wie ein Wimpernschlag. Aber für ein Frauenleben ist es nun mal fast die Hälfte der Zeit. Und nochmal die Frage, verlieren wir zu viele Frauen auf dem Weg, dass sich tatsächlich auch in Richtung Gleichberechtigung für die Frauen was verändert? Ja, die Zeit. Ich möchte dazu vielleicht sagen, ich habe vor 25 Jahren angefangen zu ministrieren. Ich war die erste Ministrantin im Dom. Und da gibt es noch ein, ich habe den Ausschnitt leider jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, ein Artikel in der VN mit dem Bischof Bruno Wächner, auch Frauen oder auch Mädchen dürfen nun ministrieren. Und das war vor 25 Jahren, das hat 25 Jahre gedauert, bis ich jetzt da stehe, an eine Totenwache halte, Oktoberrosenkränze oder sonst Wortgottesdienste. Also es hat schon eine Weile gedauert, muss ich sagen. Ob wir die Zeit haben, jetzt noch einmal so viele Jahre zu warten oder noch länger sogar. Wenn ich mir die Jugendlichen jetzt in der Kirche anschaue, wie viel das da kommen, wie viele Perspektiven das da sind. Es stellt sich auch die Frage bei mir, zum Beispiel, es sind ja nicht nur der Priestermangel, sondern es ist auch die Ausbildung generell als Pastoralassistentin, als Pastoralassistent ist rückläufig. Wir haben dieses Jahr einen Praktikanten bei uns, der ist auch bei uns in der Dompfarre, und es hat sich für das neue Ausbildungsjahr niemand beworben. Wer soll jetzt da kämpfen? Das stellt sich die Frage. Ich glaube, wir müssen das alles einfach auch attraktiver machen, der Beruf in der Kirche, dass mehr Junge nachkommen, mehr Frauen nachkommen. Und dann wird auch einem das Vertrauen geschenkt in den einzelnen Positionen. Und ich habe jetzt bemerkt bei mir, dass ich immer weiter, auch wenn es nur kleine Schritte sind, Aufgaben bekomme, Verantwortung bekomme. Von den Menschen, mit denen, wo ich zu tun habe, von denen kommen eigentlich gar keine Vorbehalte, weil ich eine Frau bin. Also die sprechen mich an, die respektieren mich. Also von dem her habe ich persönlich kein Problem. Ich habe heute auch noch unseren Zivildiener gefragt, was er denn meint, weil ich wollte noch ein Junge Meinung dazu hören, und er sagte, ja, wenn die Frauen wollen, warum nicht, sollen sie doch. Also das hat mir unser Zivildiener gesagt, also die Vorbehalte von den Christen und Christinnen gegen Frauen, meines Erachtens, sind nicht da. Also Wilfried, warten, bis die Veränderung von oben kommt oder tun, loslegen, in die Zukunft schauen und das, was für gut befunden wird, in die Hand nehmen? Na, ich glaube schon, dass viele Frauen den Heiligen Geist nicht gespürt haben und spüren. Also im Sinne, meine ich auf der einen Seite, ich glaube, das darf ich wirklich sagen und das kann ich für viele sprechen, wir sind jetzt als Pfarrer unendlich dankbar und schätzen es unendlich, was unsere Frauen in den Pfarrgemeinden einbringen. Das ist wahrscheinlich um vieles mehr wert, als was wir Pfarrer je zusammenbringen. Also sichtbar und unsichtbar. Und da ereignet sich auch Kirche einfach. Da wird Berufung und wird Nachfolge gelebt, mehr und glaubwürdiger als manch es auf offizieller Ebene geschieht. Auf der anderen Seite denke ich mal, es hätten die Frauen die Macht in der Kirche, die Kirche umzublasen, wie nur in niemand anderer. Erstens sind sie weitaus prozentmäßig auch der größere Anteil. Eine monatelange Besetzung des Petersplatzes in Rom. Und das wäre nicht spurenlos. Aber wenn ich noch selbst als Pfarrer, das habe ich aufgehört, das muss ich auch sagen. Es gibt es noch vereinzelt, den Lektorinnen immer noch sagen muss, bitteschön, Schwestern und Brüder, oder? Männern unbelehrt sage ich es, aber da muss ich es schon fast nicht mehr sagen. Dann denke ich mir, ja bitte, ich muss doch nicht den Frauen sagen, was eigentlich die minimalste, kleinste Weise ist von Selbstbewusstsein zu sagen, weil ja sowieso mehr Frauen in der Kirche sitzen, oder?
Und das, ich glaube schon, dass der Heilige Geist will, aber man lässt ihn ja auch nicht immer oder man verhindert ihn ja oft. Und dass es nicht das brennende Thema ist, das ist ja auch der Blick in den Saal, wenn wir den Altersdurchschnitt hernehmen. Die junge Generation erwartet vielleicht schon gar nichts mehr. Oder? Aber jetzt kann man sagen, resignieren, das gibt es nicht. Letztlich gibt es nicht. Für einen Christ, der kann nicht resignieren. Jetzt ist die Frage, wo hineinblasen, dass das Feuer wieder zum Lodern beginnt. Ja, wenn alle Frauen, die ehrenamtlich in der Kirche tätig sind, diese ehrenamtliche Tätigkeit für eine Woche niederlegen, dann würde sozusagen der gesamte kirchliche Betrieb auch mehr oder weniger in sich zusammenstürzen. Also was der Michael zu Beginn gesagt hat, die Frauen tragen die Kirche und die Männer leiten die Kirche, wird da sehr, sehr deutlich. Jetzt nochmal sozusagen zur evangelischen Schwester. Sie sind Pfarrerin, Sie können Priesterin werden. Wenn Sie jetzt aber auf die Struktur auch im Vergleich der evangelischen Kirche zur katholischen Kirche schauen, hat sich denn insgesamt bei der Struktur was geändert, dass auch mehr Frauen in kirchliche Führungs- und Leitungspositionen gekommen sind? Wird es gewünscht oder erleben Sie da auch eher Ambivalenzen und Widerstände? Wir haben insgesamt 2 Superintendentinnen gehabt, also die sind für eine Diözese zuständig. Eine Oberkirchenrätin, das ist doch schon was, oder? Im Amt des Bischofs, für unsere Bischof-Superintendenten. Ja, ja. Also prozentual vielleicht 15%? Ach, das kann ich nicht ausrechnen, in Mathe hatte ich eine 5. Aber Religion sehr gut. Aber ich finde, wir reden so viel von Strukturen. Ich möchte meine katholischen Schwestern ermutigen, und ich habe selbst gemerkt, dass wir Frauen, ich bin jetzt nicht für diese Bibel in gerechter Sprache, aber dass wir vielleicht die Texte anders sehen, nicht weiblicher, aber vielleicht mit einer Spur Zärtlichkeit. Und dieses weiche, fürsorgliche in unsere Gemeinden bringen. Und da denke ich mir, haben unsere Mitmenschen in unserer Zeit einen hohen Bedarf. Es kommt mir jemand entgegen. Und so sollen ja auch unsere Predigten, unsere Amtshandlungen, all das, was wir tun, soll so sein. Ich erinnere mich, mein Gott, da war ich noch jung, 30 vielleicht, komme ich von einer Beerdigung, die war so bittertraurig. Und die Frau, die weinte so. Was nützte mir mein ganzes Gebetbuch am Schluss? Ich konnte nicht anders, ich habe sie in den Arm genommen. Das war ja damals noch gar nicht. Ich komme nach Hause und sage zu meinem Mann das und das. Guckt er mich groß an und sagt, Mensch, hast du es gut, du bist eine Frau. Und genau das meine ich, nicht als Masche bei jeder Beerdigung jemanden in den Arm nehmen oder so, aber dieses Weichere, was natürlich in uns ist, zumindest spüre ich es in mir, ob es bei der Gemeinde so angekommen ist, weiß ich nicht, das kann ich sagen. Aber eine etwas mehr zärtliche, hoffnungsvolle Theologie als die männerdominierte Theologie. Ja, da hoffen wir, dass Zärtlichkeit und Anteilnahme ist natürlich nicht weiblich oder männlich, auch wenn solche Zuschreibungen natürlich immer wieder stattfinden, aber dass das eine Umgehensweise in der Kirche sein soll, ob evangelisch oder katholisch, ich denke, da sind wir uns alle einig, dass Anteilnahme ein ganz wesentlicher Faktor ist im gegenseitigen Miteinander umgehen. Und das ist natürlich einfacher, das wäre jetzt eine provokante These, wenn dann auch die Strukturen dazu da sind, dass sozusagen alle verschiedenen Anteile, ob männlich, weiblich, auch Platz finden
Und noch ist es ja tatsächlich so von der Struktur her, dass ein Großteil der Anteile eben gar nicht wirklich gewürdigt werden, gar nicht genügend Anteil finden und Platz finden in der Kirche. Und immer wieder die Frage, ja, tun oder abwarten, es bleibt uns wahrscheinlich keine Zeit. Und wenn wir jetzt noch mal so in die Runde schauen, wenn Sie sich Ihre Kirche in 20, 25 Jahre vorstellen, was wünschen Sie sich, dass bei der Stellung der Frau sich verändert hat, wenn Sie auf die Kirche in 20, 25 Jahre schauen? Bitte, Herr Büchel. Zur Ergänzung von Frau Pfarrerin Naumann wollte ich nur sagen, dass der große römisch-katholische Theologe Karl Ranach schon früh ganz entschieden für das Frauenpriestertum eingetreten ist. Und das Gleiche gilt für meinen großen lieben Freund Pater Raimund Schwager, der lange Zeit Dogmatiker war an der Universität Innsbruck, der auch eine Quaestio Disputata vorbereitet hat zum Priestertum der Frau, und dass dann der Herder Verlag es nicht gewagt hat, diese Quaestio Disputata zu veröffentlichen. Also in der katholischen Kirche, in der katholischen Theologie ist schon so sehr früher Zeit, und als es noch nicht selbstverständlich war, nicht mal, es war ja Kardinal Ratzinger damals als Leiter der Glaubenskongregation ganz entschieden gegen die Diskussion überhaupt, nicht wahr? Der Frau war das schon eine besondere Leistung, nicht wahr? Ja, nochmal, bevor wir die Fragerunde dann auch ins Publikum hin öffnen, weil ich denke, auch Sie sind mit Fragen und Ideen und Vorstellungen hergekommen. Und da halte ich es ganz wichtig auch, dass wir ins Gespräch kommen, sozusagen hier nochmal auf dem Podium ein Blick aus Ihrer Sicht jeweils in die Zukunft. Wie stellen Sie sich die Stellung der Frau in der Kirche in 20, 25 Jahren vor? Ich schaue nach rechts, nach links. Wer möchte beginnen? Bitte, Herr Dr. Büchele. Ja gut, ich kann nur wiederholen, was ich gesagt habe. Ich wünsche mir, dass zumindest der jetzige Papst das Diakonat der Frau einführt, und dann hoffe ich sehr, dass auf einem kommenden Konzil, das ja nur ein Papst einberufen kann, auch das Priestertum der Frau auf die Agenda eines Konzils kommt. Frau Neumann, haben Sie Wünsche für die katholische Kirche, was sich in den nächsten 20 Jahren wirklich in die Veränderung begeben soll? Naja, ob ich in 20 Jahren noch urteilsfähig bin, weiß ich nicht. Also als Erstes wünsche ich mir, dass die Frauen trotz aller Schwierigkeiten zu dem Amt zugelassen werden. Und ich möchte eigentlich nicht sagen zu dem Amt, sondern zu diesem einmalig schönen Beruf, der sehr viel Schweres auch hat, aber der wunderbar ist, wo man mit Menschen umgeht. Und dass die Priester ein bisschen von ihrem Sessel runterkommen, wie du das angesprochen hast, und die Frau niemals auf diesen Sessel aufsteigen. Denn da verlieren wir als Pfarrer. Es gibt ja auch evangelische Pfarrer, die hoch oben auf irgendwelchen Sesseln hocken. Wir verlieren, wenn wir da oben hocken und nicht runtergehen und wirklich nahe beim Volk sind. Ob Mann oder Frau, am besten gemeinsam. Runter von unserem Podesten und gemeinsam das Evangelium lebend in die Gemeinde tragen. Also beide profitieren von einer Veränderung, sowohl die Männer wie die Frauen. Ja, mhm. Ja, die Frage an dich als die Jüngste in der Runde, noch mal so ein Blick. Du hast ja noch ein langes Leben in der Kirche vor dir. Was wünschst du dir? Also ich kann dem nur zustimmen, und ich wünsche mir, dass sich jede und auch jeder seiner Fähigkeiten und seiner Berufung in der Kirche einsetzen kann. Das heißt zum Beispiel, dass nicht automatisch mit der Weihe von einem Priester zum Beispiel er auch ein Manager und ein Organisator der Pfarre ist, sondern dass er mag vielleicht ein wunderbarer Seelsorger sein, aber dass zum Beispiel die Leitung jemand
wo für das berufen ist, übertragen wird. Und so finde ich einfach, dass die Kirche da schauen muss, dass sich jeder und jede einsetzen kann. Je nach Berufung, nach Begabung. Danke. Ja. Wir sind von der Pfarrinitiative drei Sprecher, also der Erich Baldauf, der Stefan Biondi und ich. Muss ich eine Begebenheit, die ich mit dem Erich gehabt habe, erzählen, die vielleicht, ich glaube, da ist etwas Prophetisches und seit Franziskus wird die Prophezie immer eher wahrscheinlicher. Wir waren mit anderen zusammen in Griechenland und dann ist Erich und ich sind wir auf die Akropolis hinauf und als wir da über diese wunderbaren Steine da und Ausgrabungs- und alle möglichen Marmor-Ecken und Kanten herumgestiegen sind, liegt ja noch viel herum, wo man erst bearbeiten muss und wieder dorthin setzt, wo es halt einmal gestanden ist. Dann sagte der Erich, weißt, wenn man mal so über die Vatikanischen Hügel geht, wie über die Akropolis, dann sind wir am richtigen Ort als Kirche. Das heißt, wenn man letztlich sozusagen weg sind von all dem äußeren sichtbaren Prunk, wirklich dort ganz, da haben wir nichts mehr zum Verteidigen und zu renovieren und zu restaurieren, sondern wirklich ganz sozusagen am Boden, im wahrsten Sinn des Wortes, dann sind wir, glaube ich, in der wahren Spur Jesu, dann ist die Kirche eine Kirche der Armen und für die Armen eine arme Kirche. Das wird nicht einfach sehen. Also ich sehe hier viel nach in der Hinsicht, aber es wird nur durch Schnitte sehen. Und dann, und darum erzähle ich das, dann werden sich ganz neue andere Fragestellungen, auch in der Frage von Mann und Frau in der Kirche, von Diensten in der Kirche, von Berufungen in der Kirche. Und diese Vision, und da muss ich wirklich sagen, es ist halt unser guter Papst Franziskus, unser Bischof von Rom, Franziskus, einfach dieses Thema so deutlich ins Zentrum stellt, habe ich eine Ahnung und ein Gespür, es könnte in die richtige Richtung gehen. Ja, vielen Dank, sehr verehrte Damen und Herren. Sie haben jetzt von vier verschiedenen Personen verschiedene Gesichtspunkte zu dem Thema die Rolle der Frau in der Kirche gehört. Jetzt haben Sie vielleicht Fragen, Anliegen, die Sie hier äußern möchten und oder auch an je eine Person hier auf dem Podium richten möchten. Wenn Sie Fragen haben, bitte, die Diskussion ist eröffnet. Vielleicht stehen Sie dann einfach auf und sagen kurz Ihren Namen und bitte, die Bühne frei für Sie. Es ist sehr erfreulich, dass ein junges Gesicht hier im Podium ist und eine junge Frau wirklich sich getraut hat, diesen Weg, der sicher dornig ist, aber zumindest einmal zu beginnen. Gratulation. Bergmeister, Evangelische Pfarrgemeinde Dornbirn, nachdem gerade so eine Lücke in den Meldungen war, habe ich mir gedacht, fülle ich sie schnell aus. Es ist ein Wort gefallen, welche Unterschiede in den Strukturen zwischen der katholischen und der evangelischen Kirche bestehen. Einer unter vielen ist der, dass in der evangelischen Kirche die Strukturen sehr demokratisch sind. Wir haben einen sehr demokratischen Aufbau, das ist einmal ein wesentlicher Unterschied. Und zum anderen die Erfahrung, die wir in Vorarlberg haben. Wir haben zwei evangelische amtierende Pfarrerinnen und zwei Pfarrer, also 50%. Und wir können sagen, dass die Zusammenarbeit und das gegenseitige Verständnis der Gemeindemitglieder ein ausgezeichnetes ist. Es gibt keinen Unterschied in der Wertung, ob vor mir ein Pfarrer oder eine Pfarrerin steht, eine Frau oder ein Mann. Das hat sich bei uns so stark eingebürgert, dass
wir uns gar nichts anderes vorstellen können. Und wir verstehen grundsätzlich auch nicht, warum in der katholischen Kirche das so lange dauert, bis es sich endlich ändert. Wir wissen aus der Politik, hier gibt es schon sehr viele lange Zeiträume, bis sich überhaupt was ändert. Aber es braucht seine Zeit. Und es ist schade, dass es hier in der katholischen Kirche so lange dauert. Zwei Wünsche habe ich persönlich an die katholische Kirche. Das ist hier wiederholt schon gesagt worden, beziehungsweise das Thema, das hier diskutiert wird, haben wir schon öfters diskutiert und wir sind seit diesen vielen Diskussionen immer nicht weitergekommen. Punkt 1 ist, dass alle anderen Religionsgemeinschaften neben der katholischen Kirche auf derselben Augenhöhe miteinander diskutieren können und auch sich gegenseitig achten. Das ist eine Voraussetzung. Das hängt auch mit dem Stuhl oben oder unten zusammen. Diskutieren können wir nur auf derselben Augenhöhe. Und das Zweite, der zweite Wunsch ist natürlich derjenige, den die Frau Pfarrerin Neumann schon erwähnt hat, dass hier doch sehr schnell eine starke Änderung eintritt. Und eine Anregung, weil es auch davon gesprochen worden ist, die Frauen sollten sich bewegen. Ich wiederhole nur einen Vorschlag, den ich auch hier einmal gehört habe. Warum führt, Vorarlberg ist beispielhaft für viele Dinge, warum führt hier die Diözese zum Beispiel unter den Frauen nicht einmal eine Mitgliederbefragung durch oder überhaupt generell eine Mitgliederbefragung durch? Wie stellen Sie sich in Zukunft das Priesteramt letzten Endes vor? Das wäre einfach einmal eine Meinungsbildung und die wäre vielleicht auch eine Anregung einmal für alle anderen Instanzen in den jeweiligen Kirchen. Danke. Annelies Fitz, Pastoralassistentin. Ich komme aus dem Ehrenamt eigentlich und bin jetzt schon seit 1996 in zwei verschiedenen Pfarren als Pastoralassistentin tätig und möchte alle ermutigen, auch immer wirklich weiterzugehen, die Berufung ernst zu nehmen. Also ich fühle mich seit Kindertagen berufen zu diesem Priesteramt und bin jetzt am Ende meiner Laufbahn. Ich bin schon 60 und werde nächstes Jahr ausscheiden, aber ich habe das Gefühl, ich bin ziemlich weit gekommen. Natürlich auch mit Glück von Pfarrern, die mir Verschiedenes erlaubt haben, aber ich muss sagen, ich habe mich sehr eingesetzt und gekämpft und Sachen getan, ungehorsam. Und in meiner Pfarre jetzt in Götzis, in der ich schon eine Weile jetzt tätig bin, leite ich Beerdigungen, Kindergottesdienste, verschiedene Sachen, also alleine. Und das schönste Kompliment ist immer, wenn die Leute sagen, du bist eine Seelsorgerin. Dich können wir uns als Priesterin vorstellen. Und ich glaube, dass es viel mehr solche Frauen braucht, die das tun und die damit diesem Priesterbild, dem weiblichen Priesterbild, einen Ruck geben irgendwie, dass sich da, die Leute auch das vorstellen können. Und zwar nicht so wie ein Priester, also ich möchte mich da mit Frau Pfarrer Neumann zusammentun, mit dieser Zärtlichkeit und mit diesem weiblichen Einsatz. Und das spüre ich sehr besonders bei den Beerdigungen und auch bei diesen Kindergottesdiensten. Das ist wirklich meins. Und da bin ich so dankbar, dass ich das in dieser Pfarre leben kann und damit meiner Berufung ein Stück weit auch treu bin, nicht aufgegeben habe. Und ich wünsche mir, dass das für die Zukunft vielleicht wirklich dann ein ganz kleiner Beitrag war, dass weibliche Priesterbild ein bisschen mehr glaubhaft zu machen. Darf ich neben meiner Rolle sozusagen eine persönliche Rückfrage stellen? Wenn das möglich gewesen wäre, hätten Sie sich gerne zur Priesterin weihen lassen? Ja, natürlich. Aber ich mache das jetzt nicht so, wie das in Deutschland oder überhaupt auf der Welt jetzt einige machen, sich da so geheim weihen lassen, das möchte ich nicht, weil ich mich da selber hinausstelle. Ich möchte das im Rahmen und mit der Kirche tun, also nicht innerhalb. Aber wenn das aufgeht, wäre ich die Erste, die sich bewirbt. Walter Romberg in Bludenz. Ich habe noch eine Verständnisfrage an Pfarrer Blum. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, wie Sie das formuliert haben, aber Sie haben ungefähr gesagt, die Frauen in ihrer Gesamtheit hätten insgesamt doch
Wichtigeres und mehr geleistet als die Männer, sprich die Priester in dem Fall. Wie ist das genau zu verstehen oder habe ich Sie da völlig falsch verstanden? Ich habe so gesagt, oder, dass wenn ich erlebe, erfahre, spüre, was Frauen in einer Pfarre tagtäglich tun, ausdrücklich oder auch einfach ihr Christsein leben, das der ganzen Breite, das muss ich jetzt gar nicht aufzählen, aber das ist gelebte Berufung. Dann denke ich, dann tun die Frauen in unseren Pfarren unendlich mehr, als was ein Pfarrer imstande ist zu tun. Ja, wieso? Weil, das kann ich rein schon von der Quantität her sagen, ich als einzelner Mann, als Priester in dem Fall oder Pfarrer, kann das gar nicht alles, was eine Mutter, wenn sie ihren Glauben weitergibt an die Kinder, bis hin zur Pflege eines kranken Angehörigen oder auch eines anderen Menschen oder bis hin, ich denke, wir haben heute gerade im Zusammenhang mit Flüchtlingen eine Besprechung gehabt, was da eine Frau tut, das geht gar nicht. Das ist der eigentliche Boden von Kirche. Da sind wir Männer ja nur so Zahnstocher zwischendrin. Aber genau das ist die Aufgabe der Frau. Da kommen wir zu den spezifischen Aufgaben. Und aber was ist das Wertvollere gegenüber der Sakramentenspendung? Ich glaube, da muss man schon ein bisschen die Gewichtung kritischer sehen. Das kann man nicht so sagen, dass die Frauen jetzt durch ihr Engagement im sozialen Bereich wertvollere Arbeit als der Priester machen. Also da muss ich protestieren. Der Priester hat unvergleichliche Aufgaben mit der Sakramentenspendung und mit der Erhaltung des Glaubens und so weiter und so weiter und so weiter. Also das sind zwei Paar Schuhe. Die Frau hat wunderbare Aufgaben und hat viele Aufgaben. Die können die Männer gar nicht so gut erfüllen. Aber das so umzudrehen, dass das Soziale und das Weichere und so weiter, dass das Wichtigste und das Allerwichtigste sei, da muss ich, das sehe ich anders. Darf ich noch einfach ergänzen? Ich habe das nicht aufgeführt, weil das sozusagen dann die Rolle der Frau schlechthin als Christin in einer Gemeinde ist, sondern im Weiteren, denke ich, oder ist das genau der Boden, aus dem selbstverständlich diese Berufungen auch zum priesterlichen Frau, zum Priesterin kommt. Also ich denke, Männer tun natürlich auch in einer Pfarre etwas, das ist ja keine Frage, möchte ich ja damit nicht sagen, oder? Natürlich, dann hat auch eine Frau als Pfarrerin zum Beispiel eben auch natürlich die Aufgabe zu verbinden, das Feuer der Botschaft Jesu in einer Gemeinde sozusagen ständig am Zünzeln zu sein, dass es brennt, dass es weitergeht, die Botschaft von der Auferstehung. Wir sind ja Zeugen der Auferstehung, Zeuge des Auferstandenen, Zeugin des Auferstandenen. Das ist die urbiblische Botschaft, das macht es eigentlich Priesterliche aus. Und dann weiß ich nicht, warum das dann plötzlich beim Chromosom aufhört, wenn das anders ist. Ich denke, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht sozusagen bestimmte Eigenschaften den Frauen zuschreiben und bestimmte Eigenschaften den Männern, sondern dass wir den Blick offen halten, dass sowohl Männer wie Frauen sowohl als auch und darüber hinaus können, fähig sind dazu und auch die Anlagen und Talente dazu haben. Also dass ich denke so einfach, die Frau ist die Weiche und Soziale und der Mann der Organisator. Ich denke, das wäre doch, über diese Art der Diskussion sind wir, denke ich, auch schon hinaus. Also es wäre wahrscheinlich zu einfach. Aber die Chance und die Möglichkeiten, dass eben entsprechend den Begabungen, entsprechend den Talenten, entsprechend der Berufung eben auch für Männer und für Frauen die Möglichkeiten gegeben sind. Ja, Entschuldigung. Willi Hagleitner, der Dr. Romberg bringt mich natürlich auf die Frage oder auf die zentrale Frage,
was steht eigentlich dagegen, dass die Frauen Sakramente spenden dürfen? Mit welchem Recht sagen die Männer, nur wir dürfen Sakramente spenden und die Frauen sollen Kinder kriegen und Haushalt führen und so weiter und so fort und die niedrigen Aufgaben tun? Das ist der verkehrte Weg. Ich vermisse allerdings auch die Vehemenz, dass man hier etwas, fast hätte ich gesagt, radikaler, genauso wie radikal der Klerikalismus zum Teil noch verteidigt wird, nicht auch von den Frauen herkommt, so lassen wir uns nicht mehr behandeln, wir wollen auch die Sakramente spenden und die können das sehr gut, das haben sie heute ja schon bewiesen durch ihre Aussagen. Seit dem Konzil von Trient ist die Sakramentenspendung strikt nur den Männern erlaubt. Das heißt, das ist Konzil von Trient. Das Konzil von Trient hat die Gültigkeit bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Und wenn also Frauen Sakramente spenden können, so bräuchte das eine ganz ausdrückliche Änderung durch den neuen Papst. Sonst wird das in der katholischen Kirche nicht kommen. Also da stehen jetzt zwei sozusagen Lösungsvorschläge im Raum, Lösungsvorschläge unter Anführungszeichen, von Ihnen im Publikum gefordert, Frauen, nehmt es euch, sage ich jetzt mal vereinfacht, und hier sozusagen der Weg, es muss von oben genehmigt und bestimmt werden, ja. Nur zur Verdeutlichung, diese zwei Möglichkeiten, vielleicht gibt es noch Mischformen oder mehr. Ja, Sie möchten dazu was sagen? Ich denke, man muss auch ein bisschen differenzieren. Sie sagen, die Kommunion spenden, das gibt es ja heute schon. Nur das Konsekrieren, die Einsetzungsworte sprechen und, wie ihr sagt, die Wandlung, das dürfen die Frauen nicht, das dürfen aber auch die Laien bei euch nicht. Das ist ganz klar. Das heißt, hier müssen wir aufpassen, die Evangelischen haben ein anderes Amtsverständnis. Ich meine jetzt gar nicht mehr Strukturen. Für uns ist das Amt anders als für die Priester in der katholischen Kirche. Wir müssen jetzt nicht über das verschiedene Amtsverständnis, weil das ist im Grunde genommen das, was uns heute, wenn wir ganz ehrlich sind, voneinander trennt. Ich würde sagen, nicht die Wandlung, sondern das Amtsverständnis. Aber lassen wir es damit genug sein. Ich wollte das nur erklären, dass wir hier differenzieren müssen. Wendelin Huber, mein Name. Ich habe die Frage sehr interessant gefunden, die Sie gestellt haben. Wie stellen wir uns die Situation in 20 Jahren beispielsweise vor? Und wenn ich jetzt denke, wie sich die Generation der Priester so in den letzten 20 Jahren einfach von der Anzahl her entwickelt hat, dann werden wir vermutlich in 20 Jahren gar keine männlichen Priester mehr haben. Das heißt, die Situation und die Frage wird sich überhaupt ganz anders stellen. Wie sieht die Kirche dann überhaupt aus? Wie wird das gestaltet und wie wird das überhaupt gemacht? War das eine Frage, die an jemand gerichtet war? Eigentlich an Sie, der Gedanke, wie stellen wir es uns in 20 Jahren tatsächlich vor? Sie haben vorher auch kurz angeschnitten, der Altersdurchschnitt, den wir hier im Saal haben. Wenn ich sehe, wie sich die Zahl der Teilnehmer oder wie sich die Struktur der Kirchenbesucher jetzt einfach vom Alter her entwickelt, dann denke ich, dass wir wirklich mehr in die Zukunft denken müssen und uns überlegen müssen, gibt es uns als Kirche in 20 Jahren noch oder sind wir dann alle jenseits des Pensionsalters und eben noch kurze Zeit da und was passiert dann danach? Und ich denke, diese Fragen sind wirklich brennende Fragen, die gestellt werden müssen. Und mir hat das sehr gut gefallen, was die Frau Pfarrer Neumann auch gesagt hat, einen anderen Zugang zu finden. Die katholische Kirche hat ein Talent, sich in Fragen der Strukturen und der Gesetze und der Verordnungen zu bewegen, vergisst eigentlich komplett die Menschen und sieht auch nicht die Folgewirkungen,
die ja, wenn jemand die Augen öffnet, durchaus erkennbar sind. Das heißt, in anderen Worten, es gelingt uns nicht mehr, die Jugendlichen in entsprechender Form anzusprechen. Es gelingt uns nicht, die jungen Menschen, die jungen Familien anzusprechen. Betrachten wir noch einmal, wie viele Kinder sind tatsächlich in der Kirche, wie viele sind noch vertreten. Oder auch die Firmung, wie es unser neuer Bischof einmal schön gesagt hat, ist sozusagen das Abschiedsfest von der Kirche. Also ich denke, hier müssen wir neue Denkformen entwickeln und dann ist es sekundär, ob wir jetzt immer noch Frauen, Männer sprechen. Wir sollten wissen, was ist unsere Aufgabe und ich denke, die können wir nur gemeinsam lösen. Ja. Ich möchte ganz kurz noch dazu was sagen. Ich glaube, die Lösung, die Universallösung für unsere Kirche ist nicht, dass die Frauen geweiht werden oder nicht, sondern es muss sich das Priesterbild ändern, es muss sich der Zugang zum Priestertum ändern. Dann kann etwas geschehen und dann kann man auch das wieder attraktiv für die Jugendlichen und Kinder machen, dass sie aufwachsen in diesem Glauben, behütet und so weiter. Ja. Ich möchte nur eine Anmerkung. Ich denke, das sind natürlich ganz stark unsere europäisch-nordamerikanischen Probleme. Das Verhältnis Kirche und junge Kirche schaut natürlich teils in anderen Regionen dieser Welt schon etwas anders aus. Wie unsere Kirche sich wirklich entwickelt, das ist übrigens auch eine Situation, die wir in der Pfarrerinitiative haben, die, Gott, das hat sich bei diesen Treffen in Bregenz auch gezeigt, die wirklich ein Problem stehen, sind in den Ländern doch sehr, sehr unterschiedlich. Auch wenn grundsätzlich von der Pfarrinitiative der Zugang, der offene Zugang als selbstverständlich vorausgesetzt wird, ist keine Frage. Aber die Themenstellung in Australien oder in Irland oder in Amerika oder Kanada oder in anderen Bereichen, woher da Vertreter da waren, die sind natürlich teilweise schon etwas anders und dadurch ist auch das Frauenthema nicht bei uns jetzt in der Initiative ganz vorne dran. Sie wollten noch was ergänzen? Es stimmt schon, die Strukturen, die gesamten Strukturen der katholischen Kirche sind wesentlich enger und atemberaubender als in der evangelischen Kirche. Aber bitte, wir haben die ordinierte Frau, sie darf taufen, trauen, alles, Sakrament austeilen. Sie kann auch in höhere Ämter gewählt werden. Und trotzdem haben wir dieselbe Not wie die katholische Kirche. Keine Kinder, kaum Konfirmanden und so weiter. Es ist das gleiche Problem, was der Herr da hinten angesprochen hat. Das ist kein katholisches Problem, das ist ein ökumenisches Problem. Und da stimmt es, dass wir wirklich einen neuen Zugang haben müssen. Und ich möchte es nochmal betonen, runter von unseren theologischen hohen Rössern, und hin zu den Menschen und einmal abhorchen, was braucht ihr überhaupt? Ja, also Birgit Schwedler, ich wollte noch besonders aus dem Gebiet der Krankenhausseelsorge sagen, wie krass das ist zwischen also Sakramentenspendung und Dienst am Nächsten. Lange Zeit jeweils betreut die Krankenhausseelsorgerin den Patienten, und dann muss sie einen fremden Priester suchen und der den Patienten gar nicht kennt, der dann die Krankensalbung spendet. Und diese vielen Krankenhausseelsorgerinnen sind darüber eigentlich sehr enttäuscht, die das selbst machen möchten. Und dagegen kann ich eben auch sagen, gerade in dem großen AKH in Linz, in Wien, sind da vier Kapellen, jeweils katholische, evangelische, Islam und jüdische. Und besonders schön zu beobachten, das muss ich wirklich sagen und zu erleben, ist gerade bei den protestantischen die Art der Gottesdienstabhaltung und wie diese Frauen wunderbar ihre Gottesdienste halten. Und die Katholiken gehen sehr gern auch dorthin und es ist wirklich eine Freude zu sehen und wie die also die Patienten ansprechen. Und da würde ich mir dann immer wünschen, es könnten auch die Krankenhausseelsorger, die Pastoralassistentinnen dort auch eben solche Gottesdienste halten. Es ist eine ganz andere Art, wie die Frau das hält oder der Mann.
Das ist sehr schön zu sehen. Schwester Anna Jochum, Pastoralassistentin, Seelsorgerin am Krankenhaus Dornbirn. Also ich kann mich den Worten meiner Vorrednerin anschließen. Ich möchte grundsätzlich sagen, die jüngere Generation, die macht kaum mehr Unterschiede zwischen ordiniertem Priester und einer katholischen Seelsorgerin. Also sie sagen oder muten zu, dass die Seelsorgerin das tun kann, was ein Priester tun kann, und geben immer wieder Aufträge. Und ich muss dann so oft erklären, dass ich die Krankensalbung nicht spenden kann, dass ich die Absolution nicht erteilen kann. Das sind so die Momente, die am Krankenhaus, am Krankenbett sehr oft gefragt sind. Jetzt möchte ich aber noch den Horizont erweitern. Also ich bin auch Mitglied eines Missionsordens. Neben mir sitzt die Maria Meusburger, die Jahrzehnte als Seelsorgerin in Ecuador wirkt. Und mir ist es ganz wichtig, in dieser Fragestellung auch unsere Blicke in die anderen Kontinente zu richten und zu sehen, dass dort Frauen, Laien, Gemeinden leiten über Jahrzehnte hinweg, den Glauben verkünden und Sorge tragen, dass dieser Glaube trägt. Zu Beginn hat jemand gesagt, die Frauen seien die, die tragen. Also in vielen Kontinenten sorgen Frauen dafür, dass dieser Glaube etwas Tragendes ist, dass der Glaube lebt und auch in die Zukunft hinein die Menschen begleitet. Und das ist schon auch etwas, was wir nicht vergessen dürfen. Aber natürlich wäre es wünschenswert, wenn die katholische Kirche also viele, viele Frauen weltweit beauftragen würde, Sakramente zu spenden. Ich wäre mit 20 Jahren Priesterin geworden, im Herzen bin ich es, ich werde es bleiben bis zu meinem Tod, aber ich denke, ich werde es nicht mehr erleben, dass ich ordiniert werde. Aber ich wünsche sehr, dass sich in dieser Hinsicht in den nächsten Jahren noch einiges tut. Also wenn ich an Ihrer Stelle Pastoralassistent wäre, dann würde ich die Krankensalbung einfach spenden. Der Bischof Benno hätte sicher nichts dagegen, da bin ich ganz überzeugt. Vielen Dank für die Aussage. Die Frage ist, ob da der Bischof Benno Elbs nicht in Teufels Küche kommt. Das ist die andere Frage. Margit Hofer ist mein Name. Ich möchte noch einmal auf ein anderes Thema kommen, nämlich das, was Sie angesprochen haben. Was wird uns in 20 Jahren beschäftigen, sofern wir noch leben? Weil viele von uns werden dann wahrscheinlich eher nicht mehr am Leben sein. Ich unterrichte an einer Oberstufe Gymnasium und ich habe keine Religion, ich bin eine einfache Katholikin, aber meine Religionskollegin sitzt neben mir und sie erzählt mir dann immer wieder, und was wir in unserer Schule beobachten, dass bei uns gibt es also nur die Wahl, entweder Religion oder Ethik. Also sie müssen etwas von beidem wählen. Und längere Zeit haben sich die ungefähr die Waage gehalten. Heute ist es ganz eindeutig, dass Religion nur noch wenige sind und der Großteil Ethik macht. Das ist einmal das eine. Das zweite, und das erzählt mir meine Kollegin, dass auch von denen, die Religion nehmen, viele, also etliche Schüler oder mindestens die Hälfte, nicht mehr in der Lage ist, ein normales Vaterunser zu beten. Die können kein Vaterunser mehr beten. Und wenn man sie mit ihnen redet, sind sie so fern von der Religion, es interessiert sie eigentlich halt Themen, die jetzt mit der Religion selber gar nichts zu tun haben, aber dass man mal eine Bibel anschaut oder so etwas, das ist für sie gar kein Thema. Und ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, dass der letzte Schüler oder die letzte Schülerin von uns Theologie studiert hat. Das ist sicher schon 15, wenn nicht schon 20 Jahre her.
Und ich komme jetzt aus einem Gymnasium, das auf dem Dorf, also im Land ist, das in Götz ist, ist nicht ein Stadtgymnasium. Und da denke ich mir schon, welche Fragen haben wir? Nämlich das Frauenpriestertum, das ist für diese jungen Leute völlig wurscht. Wenn die uns da hören würden, diskutieren würden, sie denken, mei, und die Probleme. Also von daher gesehen, wenn wir von da weg in die Zukunft blicken, dann habe ich manchmal schon ein bisschen ein Grimmen im Bauch, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und das, was wir hier bereden, ist für die Leute, die die Zukunft vor sich haben, überhaupt irrelevant. Die wissen auch keinen Unterschied, was ist eine Pastoralassistentin oder was ist ein Pfarrer oder wer kann wie was. Es interessiert sie auch einfach gar nicht. Und das muss uns im Klaren sein. Soweit Reutz. Ich hätte eine Frage an Sie, Herr Büchel, das heißt Frage, eine Feststellung. Sie haben ja gesagt, das Konzil zu Trient, das scheint in dem Fall im 15. Jahrhundert gewesen zu sein, hat festgelegt, dass die Frau nicht zum Priesteramt zugelassen wird. Ist das richtig? Ich frage mich, was vorher war. War es einmal möglich, dass sie zum Priesteramt zugelassen war oder nicht? Die zweite Frage, es hat doch immer geheißen, also ich bin ein absoluter Laie, ich unterscheide jetzt auch nicht zwischen katholisch und evangelisch, danke. Ich denke, es gibt ein Christentum, es gibt jemand, der dieses Christentum im Neuen Testament dargelegt hat. Und es hat irgendwie geheißen, dass eben Mann wie Frau vor Gott gleich sein sollten. Das ist das eine. Und das letzte wäre für mich, es ist doch eine Frage des Menschenrechts. Es kann doch nicht sein, dass auf dieser Welt zwischen Frau und Mann in dieser Art unterschieden wird und jemand, und ich bin überzeugt, würde ein entsprechender Anwalt das aufgreifen, der geht vor die Kommission, führt einen Prozess, ich bin überzeugt, der gewinnt den Prozess und die Sache ist erledigt. Ob jetzt da ein neues Konzil einberufen wird oder nicht, das ist das eine. Und das Letzte, ich kann den Frauen nur sagen, bitte tut es einfach, aus, fertig. Die Zeiten sind vorbei und ich glaube, dass die Kirche, hätte sie früher Frauen in ihren Reihen gehabt, auch in der Struktur, nämlich der Zusammensetzung des Alters, würden hier wahrscheinlich andere Strukturen sitzen. Weil die Frau genau das, was die Pastorin oder Priesterin gesagt hat, eben entgegenbringen kann. Etwas, was auch unsere Kinder brauchen, was wir Männer vielleicht den Kindern in dieser Form nicht geben können. Sie können mich korrigieren, ich weiß nicht, ob ich Ihre erste Frage genau verstanden habe. Jedenfalls, wenn wir das Lukas-Evangelium aufschlagen, ist es klar, dass Jesus schon von Frauen, ist von der Susanne die Rede, von Frauen also begleitet war. Und dann spielt Maria von Magdala eine zentrale Rolle in dem gesamten Evangelium. Besonders auch mit dieser herrlichen Szene im Johannes-Evangelium, wie sie also Jesus begegnet und dort eben ihren Meister sucht. Also insofern ist diese Frauenfrage im Grunde schon niedergelegt im Neuen Testament. Und dann möchte ich mich noch meiner Schwester, der Frau Spedler, anschließen. Ich war einmal in Jerusalem und bin da an einem Sonntag in die Christ-König-Kirche gegangen, also oberhalb von Jerusalem, und da hat eine evangelische Pastorin die Eucharistie gehalten. Erst einmal eine ausgezeichnete Predigt und dann war die Eucharistie ganz ähnlich wie bei uns. Also es wurde das Brot gebrochen und es wurde so in kleinen Gläschen wurde dann Wein herumgereicht, nicht wahr? Und ich nahm an dieser Kommunion auch teil. Und es war für mich eine ausgesprochen schöne, wirklich würdige Eucharistiefeier. Und ich kann also da nur sagen, dass, warum soll eine katholische Frau nicht das Gleiche leisten können wie diese Pastorin in der Christkönigskirche in Jerusalem, nicht wahr? Ja, Werner Witwer. Als Pfarrerinitiativ in Feldkirch. Ich möchte auf einen Aspekt hinweisen, der erst jetzt vorhin noch angedeutet worden ist, der mir aber sehr bedeutsam erscheint. Ich möchte hinweisen auf das himmelschreiende Unrecht,
dass der Hälfte der Menschheit eine Zukunft, auch eine Gegenwart in Amt und Würden verweigert ist. Und zwar mit dem Grund, dass sie das falsche Geschlecht haben. Mehr als der Hälfte der Weltbevölkerung ist es völlig menschenrechtswidrig, versagt, in Funktionen zu kommen, in Ämter zu kommen, der Würde entsprechend, einzig und allein aus dem Grund, weil sie Frauen sind. Dass das jemand heute noch vertreten kann, ohne rot zu werden, das ist unverschämt. Und ich schäme mich, dass es in der Kirche bislang nicht möglich geworden ist, dieses himmelschreiende Unrecht nur einmal ausreichend als solches zu benennen. Und es wäre höchst an der Zeit, das zu ändern. Radikal. Den Frauen die gleichen Ämter und Würden zukommen zu lassen, wie sie die Männer für sich schon lange und leider immer noch in Anspruch nehmen. Vielleicht nur eine kleine Begebenheit. Eine gute Freundin von mir, die hat ein Kosmetikstudio. Und natürlich sind da meistens die Frauen im Kosmetikstudio. Und sie haben in der Stellenanzeige eine Kosmetikerin gesucht. Natürlich, weil so öfters mal intim ist und sie brauchen einfach eine Frau. Sie hat eine Anzeige bekommen, weil es nicht gleichberechtigt ist, weil sie nicht einen Kosmetiker und eine Kosmetikerin suchen. Sie hat das begründen können und so weiter. Sie hat eine Strafe bekommen, sie hat bezahlen müssen. Bei uns werden immer Pfarrer ausgeschrieben. Weiß nicht. Stellt sich jetzt nur mal die Frage, was passiert da? Ganz ein kurzer Gedanke, ganz ähnlich wie mein Vorredner. Ich finde einfach, dass man die Weihe der Frauen zu sehr mit dem Priestermangel in Verbindung setzt. Ich finde das einfach zu wenig tief. Man sollte eher, der Grund sollte sein, was Paulus an die Epheser schreibt: Es gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, zwischen Sklaven und Freier. Solche Unterschiede gibt es nicht. Und das ist halt auch ein Auftrag an die Kirche. Man soll halt, wenn man denn wirklich vielleicht einmal den Frauenpriestertum einführt, dann soll man aber nicht sagen, aha, aus Priestermangel haben sie es endlich einmal Frauenpriestertum eingeführt, sondern jetzt nehmen sie es ernst mit dem Auftrag von Paulus an die Epheser, es gibt keinen Unterschied. Das sollte das Argument sein. Und wenn dann natürlich der Priestermangel dann nicht mehr so gewaltig ist, so schlimm ist, dann ist es ein günstiger Nebeneffekt. Aber primär ist es gibt keinen Unterschied, wie mein Vorredner auch gesagt hat. Entschuldigung, dass ich wieder das Wort ergreife, aber ich möchte Ihnen vollkommen zustimmen, der Galaterbrief, der ist von entscheidender Bedeutung, nicht wahr? Weder Mann noch Frau, weder Knecht noch Herr und so weiter. Damit ist das Priestertum eigentlich auch hier grundgelegt, nicht wahr? Und eines wollte ich noch aufgreifen, was Sie vorgeschlagen haben. Ich hielt es sehr, sehr gut, wenn eine Fraueninitiative in unserem Land entstünde, die nun eine Abstimmung macht unter den Frauen. Das muss ja nicht, es reicht ja ein Sample von ein paar hundert Frauen. Und hier also die Frage stellt, sind sie für das Frauenpriestertum oder nicht? Denn es gibt auch Frauen, die ganz entschieden gegen das Diakonat sind und gegen das Frauenpriestertum. Also insofern wäre das eine Initiative, die man wirklich aufgreifen sollte. Christine Lenz, ich möchte noch eine Denkweise einbringen. Ich glaube, dass es auch notwendig wäre, dass man über den freien Zugang zum Zölibat spricht. Ich habe von einigen Priestern gehört, dass es auch ein Problem ist, dass in den höheren Führungsschichten eigentlich nicht gewünscht wird, dass Frauen in Führung kommen. Und zwar darum, man darf nicht vergessen,
sehr viele in der priesterlichen Führungsschicht sind Schwule und die haben absolut kein Interesse, dass Frauen in diesen Kreis hineinkommen. Das ist nicht etwas, was also so vom nur irgendwelche Gedanken von Verrückten sind, sondern das entspricht der Wirklichkeit. Und ich glaube, das sollte man auch bedenken. Also die Gesellschaft, das gesellschaftliche Denken Schwulen und Lesben gegenüber muss einfach eine Änderung erfahren, dass hier auch ein anderer Zugang möglich sein wird. Mein Name ist Christine Flatz, ich bin in der alten Pastoral in Bregenz tätig und ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken für den Mut und für die ganz tollen Beiträge. Und was mich im Altersheim, in dem ich Wortgottesdienste leite und Verabschiedungen mache, ganz besonders erstaunt, ist, dass die älteren Menschen, die meisten sind zwischen 70 und einen haben wir 97, kein Problem haben, mich zu akzeptieren, dass ich da mal dastehe und mit ihnen einen Wortgottesdienst feiere. Ich habe höchste Achtung vor der Flexibilität dieser wunderbaren älteren Menschen. Mit dieser Erfahrung muss ich Ihnen recht geben. Also die Kirchenleitung war wirklich manchmal grauenvoll. Sie hatten ja für uns Frauen am Anfang das Zölibat. Du durftest nur ein Pfarramt haben, wenn du nicht verheiratet warst. Aber das meine ich jetzt nicht. Aber die Gemeindeglieder, ob im Altersheim wie Sie oder wo es auch sei, gerade bei Beerdigungen, Beerdigungsgesprächen, am Krankenbett. Ich habe einmal einen erlebt hier in Dornbirn, der hat mich angeschnauzt im Krankenhaus. Nur Sie haben mir gerade noch gefehlt. Dann habe ich mir gedacht, der Patient ist König. Ich lasse das über mich erdulden. Erst hat er mich fürchterlich beschimpft. Und am Schluss hat er gesagt, okay, Sie kommen mich zu Hause auch besuchen. Also die Gemeindeglieder, bis auf einige Ausnahmen, die können damit umgehen. Nur die Herren da oben, die haben es schwierig. Also das kann ich wirklich unterstützen in meiner Arbeit, auch egal an welchem Punkt ich die Menschen treffe, ob es bei einem Taufgespräch ist oder bei einem Trauergespräch oder sonstige irgendwelche, bei einer ganz normalen Andacht oder sonst irgendwas. Also die Wertschätzung von den Menschen kommt sehr wohl und die darf ich immer wieder spüren in meiner Arbeit. Ich wirke halt genau mitten im Leben, da wo die Menschen sind. Und ich finde, das ist halt mein Priestertum, dass ich auf diese Art und Weise lebe. Die Frage des Zölibats, ich weiß nicht, ob Sie gelesen haben, vielleicht im Vatikanischen Newsletter, dass der neue Kardinal Staatssekretär gesagt hat, das Zölibat ist kein Tabu mehr. Also ist auch hier eine Änderung zu erwarten. Und das Zweite, was ich mir wünsche und was ich mir vorstellen könnte, dass Papst Franziskus das einführt, dass die Priester, die das Priesteramt verlassen haben, in einer bestimmten Weise wieder eingesetzt werden. Das sind ausgebildete Theologen. Und wenn man sie schon nicht also als Priester wieder einsetzen kann, dann wegen sie als Diakone. Und die Diakone leisten eine ganz ausgezeichnete Arbeit. Kardinal Schönborn hat erklärt, so hat mir ein Diakon, ein Wiener Diakon gesagt, ich wünschte mir, dass in jeder Pfarre ein Diakon also das Amt vertritt. Und das ist gesamtösterreichisch doch eine entscheidende Wende, dass wir auf eine Kirche zugehen, die entscheidend aus Diakonen besteht. Weil der Priestermangel derart akut ist, zum Beispiel in der Diözese Linz, von der ich komme, dass also wir auf eine solche Kirche zugehen. Denn der Priestermangel ist derart akut, dass in 5 Jahren weithin in Österreich und sehr wahrscheinlich auch in Deutschland die Priesterpost nicht mehr besetzt werden kann. Ja, vielen Dank für Ihre Beiträge, für Ihre Fragen. Und Sie haben gemerkt, dass dieses Thema, die Rolle der Frau in der Kirche, dass das aufmacht, dass das weit macht, dass das einen Blick in die Zukunft
öffnet und dass das Mut macht, wirklich gemeinsam hinzuschauen und gemeinsam nachzudenken, wie die Zukunft der Kirche aussehen kann. Ich möchte am Schluss noch den Podiumsteilnehmer und Teilnehmerinnen herzlich danken, Ihnen, Herr Dr. Büchele, auch für Ihr Impulsreferat mit dem Hinweis, dass der Herr Dr. Büchele Bücher von sich mitgebracht hat, die hinten am Büchertisch zu erwerben sind. Herzlichen Dank fürs Kommen, herzlichen Dank für Ihr Engagement. Ihnen, Frau Neumann, vielen Dank für den Blick aus der Schwesterkirche und für das Einbringen des zärtlichen Blicks. Wunderbar, wenn solche Frauen in der Kirche aktiv sind. Dir, Christine, für das junge Gabriele. Gabriele, für den jungen, spontanen, kreativen Blick und für dieses Engagement mitten im Leben. Dir, Wilfried, vielen Dank auch fürs Kommen und für die Initiative, für den Pfarrerblick und den Pfarrerinnenblick und für die Perspektive auf das Tu's einfach, tut's einfach. In diesem Sinne, mit diesem offenen Blick in die Zukunft der Kirche wünsche ich Ihnen einen guten Nachhauseweg und sage herzlichen Dank für Ihr Hiersein und wünsche Ihnen noch einen guten Abend. Vielen Dank.